Hey Leute, ich habe heute ein neues Video für euch. Wie ihr vielleicht hört, bin ich immer noch etwas krank. Und deswegen kommt das Weihnachtsgeschenke-Video auch erst so spät. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Und ja. Genau. Auf jeden Fall wünsche ich euch erstmal noch alles Gute im neuen Jahr und bla bla bla. Und genau, ich zeige euch heute meine Weihnachtsgeschenke und ich möchte mit dem Video nicht angeben, aber es hatten sich welche gewünscht. Und deswegen zeige ich euch dieses Jahr auch wieder meine Geschenke. Und ja, ich fange mal mit dem von meinem Bruder an. Da habe ich einmal eine Flasche Happy Unicorn Pink Magic Fruchtwein Cocktail. Jetzt habe ich den blauen und den pinken. Da freue ich mich sehr. Wild Einhorn. Und dann noch einen Lush-Gutschein von 10 Euro. Und den werde ich dann im Sale von Valentinstag einlösen. Weil dann gibt es wieder dieses Unicorn-Horn. Und genau, das liebe ich. Von Diana. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Es tut mir leid. Von Diana habe ich einmal eine große Yankee Candle von Ägypten Musk bekommen. Die ist ja aus dem Sortiment rausgegangen Ende des Jahres. Und das ist mein liebster Geruch. Und wie ihr seht, ist sie auch schon gut abgenutzt. Und ich liebe diesen Geruch und es nervt mich so sehr, dass der rausgegangen ist, weil es finde ich, der beste Geruch, den es gibt. Dann habe ich von ihr auch noch die Kilimanjaro Stars bekommen. Die geht auch raus. Die habe ich jetzt erst einmal angehabt. Das ist so, das riecht nach Männerparfüm. Und ich liebe diesen Geruch. Und ja, der geht wie gesagt auch raus oder ist jetzt schon rausgegangen, beziehungsweise im Ausverkauf. Aber love it. Wenn ich den irgendwie noch als Tiefkerze oder so bekommen sollte, dann kaufe ich mir den da nochmal, weil es großer reicht da definitiv, weil es sehr ein intensiver Geruch ist. Bei dem großen Glas und das muss man ja auch viele Stunden anlassen, deswegen genau. Dann war von ihr noch selbstgemachtes Badesalz drin, das ist so eingepackt in den Geschenkpapier. Einmal habe ich schon aufgebraucht und das riecht mega geil. Das riecht einfach nur nach Weihnachten. Mega gut. Dann war noch einmal Believe in Unicorns Badesalz drin. Wegen dem Einhorn hat sie mir das geschenkt. Und dann von DM noch solche kleinen Kügelchen. Dann waren natürlich noch Süßigkeiten dabei, die aber nicht mehr existieren. Und was ich gerade vergessen habe, was mir jetzt einfällt, ein Handwärmer mit einem Einhorn drauf. Aber da ich den benutze, fliegt der, glaube ich, in der Küche rum. Genau, das habe ich von ihr bekommen. In meinem Adventskalender, das zähle ich mal mit dazu, in der 24. War einmal bei denen, den meine Mama selber gemacht hat, die Maybelline Palette. Der Burgundy Bar, genau. Das sind so unglaublich schöne, wie der Name schon sagt. Burgundy Töne und Rot und Lila und Beere. Ich finde die mega schön. Ich swatch euch mal. Drei Töne. Ich hoffe, ihr hört das Trampeln von oben drüber nicht. Die sind so unglaublich schön. Ich hoffe, man sieht das. Und ich bin so in love mit dieser Palette. Habe sie heute allerdings nicht zum Schminken genommen. Habe heute die erste Kali Bible genommen. Genau. Das war bei meiner Mama in dem Adventskalender drin. Und im Kiko Adventskalender war ein Lippenstift in der Full-Size-Größe. Und ich weiß, doch, Velvet Passion Matte Lipstick, die 311. Und das ist halt so ein wunderschönes, klassisches Rot. Perfekt für Weihnachten. Der Lip Liner war, glaube ich, zwei Tage vorher drin. Und der war halt in der 24 drin und der ist so wunderschön. Und hat auch so ein Special Design, mehr oder weniger. Mit einer Schneeflocke und... So, von meinen Eltern habe ich bekommen das teuerste und größte Geschenk, was ich mir ausgesucht habe. Die
diese wunderschönen Schuhe von New Rock. Sind sie nicht ein Traum und ich kann sie jetzt nicht anziehen, weil mein Zeh wieder Probleme macht. Und sie sind so wunderschön. Ich hatte sie schon 2-3 Mal an. Und ich bin so in Love und ich hasse sonst Absatzschuhe. Aber ich muss sagen, sind mit Abstand die bequemsten Absatzschuhe. Ich hatte auch keine Probleme irgendwie, dass ich Blasen bekommen habe beim Einlaufen oder so. Und ja, die haben halt einen stolzen Preis von 160 Euro. Und ja, ich hatte das halt ausgelegt und habe von meinen Eltern dann 200 bekommen. Genau. Dann habe ich noch eine Schüssel zum Backen bekommen. Die ist nass, war gerade im Spüler. Und hier kann man halt das abmachen, dass man mit dem Rührgerät reinkommt, aber dass das nicht alles vollspritzt. Und das finde ich mega gut, weil jetzt habe ich nur eine, die halt nur offen ist. Und da sieht es immer aus wie Schwein. Deswegen finde ich die echt mega gut. Und da freue ich mich schon. Sorry, wenn ich backen kann. So, dann habe ich noch die kleine hier bekommen. Die geht bis 1 Liter. Ach, verdammt, jetzt habe ich wieder was vergessen. Dann habe ich so eine Auflaufform bekommen für mich alleine. Das ist die perfekte Größe. Genau. Dann habe ich noch so ein kleines rundes Kissen bekommen. Hat auf der einen Seite einen Keks und auf der anderen Seite ist ein Pummel-Einhorn drauf. Ich liebe Pummel-Einhörner und genau, das habe ich noch von meinen Eltern bekommen und 2-mal mein Lieblingsbadesalz. Sternglitzer, das riecht so gut nach Pflaumen und Sandholz. Und wenn ihr wisst, ob das nur eine Limited Edition für Weihnachten war, dann sagt mir Bescheid, weil dann muss ich mir die noch ein paar Mal kaufen. Aber hier steht halt nichts drauf von Limited Edition, deswegen. Falls ihr irgendwas wisst, schreibt's mir. Und von Tim habe ich eine Einhorntasse bekommen. Passend dazu einen Einhorn Sahne-Schoko-Likör, den ich schon probiert habe und der echt nicht schlecht schmeckt. Und dann noch so ein Yves Rocher Geschenkset. Da ist einmal drin ein Bath and Shower Gel. Das riecht mega gut, das riecht so bärig. Dann eine Handseife. Eine Handcreme, eine kleine Bodylotion, die ich auch schon fleißig am Benutzen bin, ein Lippenpflegestift und so ein Puschelschwamm und Entschuldigung. Und dann war noch eine Kerze drin, die habe ich aber schon aufgebraucht. Die ist in meinem Aufgebraucht-Körbchen drin. Genau, und das waren alle meine Geschenke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ihr hört dieses Dreckstrampeln da oben nicht, weil es geht mir auf den Sack. Kennt ihr das, wenn Leute über euch wohnen und die einfach nur die ganze Zeit und den ganzen Tag trampeln? Aber wie gesagt, ich hoffe, euch stört das nicht, wenn ihr es hören solltet. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo, einen Daumen nach oben, was auch immer da. Ich freue mich auch sehr über eure Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!